Ja, eine eigene Vereinshymne haben im Amateurbereich sicherlich nicht viele Sportvereine zu bieten. Genauso wenig wie einen eigenen Kunstrasenplatz. Beim 1. FC Rieden aus der Oberpfalz ist das jedoch anders, denn hier regiert die Vielfalt. Das Besondere dabei, nicht die Mitglieder richten sich nach dem Angebot des Sportvereins, sondern genau umgekehrt. Wir haben also festgestellt, auch bedingt durch die neuen Medien, wo also der Informationsfluss immer schneller wird mit Facebook, SMS, Handy und so weiter, dass man da die Mitglieder eher ansprechen kann als bisher. Und über die Schiene natürlich auch sehr viel läuft, was also dann die hauptsächlich die Jugendlichen betrifft, die, sage ich jetzt mal, Facebook-Gruppen einrichten und da halt dann sich sportlich irgendwo zusammensagen, bei uns da am Gelände und halt dann sich da treffen und dann sich austauschen und halt sportlich dann aktiv werden. Zu diesem Zweck hat der Verein vor 2 Jahren ein sogenanntes Jugendforum ins Leben gerufen, in dem die Jugendlichen ihre eigenen Ideen aufnehmen und umsetzen können. Dabei kann der 1. FC Rieden auch auf die Unterstützung der Gemeinde zählen, zumal Bürgermeister Gotthard Färber selbst langjähriger Fußballer und Funktionär im Verein war. Und vorwärts! Also unser 1. FC Rieden mit seinen über 850 Mitgliedern ist nicht nur der erste größte Verein in unserer Gemeinde, er deckt auch von der Jugend bis zum Seniorensport eigentlich alles ab. Wer sich sportlich betätigen will, ist beim FC Rieden sehr gut aufgehoben. Und deshalb ist unser 1. FC Rieden ein großer Kulturträger und auch wichtig für die sportliche Betätigung unserer Menschen in unserer Gemeinde. Mit viel Arbeit, Engagement und Herzblut haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren die Mitgliederzahl auf aktuell 853 kontinuierlich gesteigert. Neben Fußball gibt es auch noch Volleyball, Ski, Tauziehen und Fitness. Gerade diese Sparte lässt sich für ihre 190 Mitglieder immer wieder neue Angebote einfallen und ist daher für den Verein eine eminent wichtige Säule. Inzwischen haben wir eine Steppgruppe, eine Seniorengruppe, eine Rückenschule, dann wollten wir neue Mitglieder gewinnen, haben wir dann nach Trainerinnen gesucht und Pilates und Zumba dazugenommen. Inzwischen gibt es auch noch Kinderzumba. Im Sommer im Freibad haben wir eine Aquazumba-Stunde gehalten. Neu im Programm haben wir jetzt ab Ende Januar Yogakurse und ab Ende März Selbstverteidigungskurse für Frauen und Taekwondo für Kinder. Stillstand ist Rückschritt. Getreu diesem Motto kommen beim 1. FC Rieden also immer wieder neue Angebote hinzu. Auf diese Weise ist aus einem starren 5-Sparten-Verein mittlerweile ein attraktiver Breitensportverein geworden. Heute muss man Pilates, Zumba, ganz Sportarten, die eigentlich für einen Fußballverein, für einen herkömmlichen Fußballverein gar nicht prädestiniert sind, anbieten, um die Jugend, um die Damen, um die Senioren zu gewinnen. Und da ist unsere rührige Vorstandschaft sehr aktiv und ich glaube, wir sind da führend im ganzen Landkreis und darüber hinaus. Einmalig im Landkreis war auch die Verleihung der Goldenen Raute mit Ehre, mit der der Verein vom Bayerischen Fußballverband im vergangenen Jahr zum 60-jährigen Jubiläum ausgezeichnet wurde. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der 1. FC Rieden auf dem richtigen Weg ist. Und dass sich die hervorragende Nachwuchsarbeit absolut lohnt, hat sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gezeigt. Drehen, fertig, hopp! Bei uns ist zum Beispiel die Sarah Debritz, Frauen-Nationalspielerin aktuell, draus hervorgegangen. Dann der Lukas Bauer ist momentan aktueller Volleyball-Nationalspieler, hat bei uns das Volleyballspielen angefangen, ist bei uns im Verein immer noch als Mitglied mit dabei. Und das macht natürlich dann die Vereinsführung schon stolz, wenn man sieht, aus der ganzen Arbeit, die wir veranstalten, kommt was rum oder kommt was raus dann. Das ist der erste FC Rieden mit den Fans, die ihn lieben. Unsere Farben sind grün und weiß. Wir stehen immer für euch bereit. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.